Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 30 von Ghost of Tsushima. Wie versprochen, wir machen mit dem nächsten Gehöft weiter, damit wir die Schlüssel finden für die Gosaku-Rüstung. Bin ja gespannt, uns fehlt ja eigentlich nur noch ein Schlüssel jetzt, ob das dann hier oben vielleicht irgendwo ist. Wir schauen einfach mal. Gut Leute, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg dahin und jo, schauen, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich nochmal das Gehöft wieder übernehmen, dann wird das schon passen. Gut Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Ihr wisst ja Leute, Support ist kein Mord. Das sieht aber auch komisch aus hier. Und das hier. Sammeln, was ist das? Waldgeist Strohhut. Ach so. Na, das hört sich nicht auf. Das sieht ja kacke aus. Okay, gehen wir hier weiter. Mit dem Vogel schon wieder. Nein, der Vogel regt mir auf. Was ist denn mit dem? Ich lasse den einfach mal. Die Richtung müsste schon passen. Bin echt gespannt auf die Rüstung, ob wir die noch gleich bekommen. Zieht eure Klingen! Scheiße. Halt das Spiel. Ah, sind schon ein bisschen knackiger. Merkt man schon. Mir kommt auch mein Schaden ein bisschen wenig vor. Ich glaube, da müssen wir jetzt dann irgendwann mal ein bisschen was am Schwert und so machen. Aber ich wollte jetzt einfach die Rüstung noch ein bisschen, also das Zeug für die neue Rüstung aufheben.
Alter, besiege die Mongolen, erlange die gestohlene Eisen wieder. Banner zu. Töte die Gegner mit dem Kurzbogen. Okay, wir müssen jetzt aber hier. Gar keine Geiseln befreien, oder? Natürlich schlecht zu der. Eine scheiß Rüstung an hat. Enter samurai wazıtta. Altına atırdık. Yamur ne gibi harbu? Yav çoç. Ekte vazgav çıta. Akhani uçuvu. Uhtir bulup. Sumter hava istis çırsı. Hinin gü harbo. Teri gözlü tolşoka kapti. Hey, han! Açıs beri! Bitti, ben! Tolki hava! Okay, scheiß drauf. Sieht gerade nicht. Ja,
Ich fass mal ein bisschen heilen hier. Kann wenigstens noch auf dem Zeug einsammeln. Das ist doch geil. Käfige. Haufen Zeug zum Looten gibt's hier, hey. Sehr, sehr nice. Jetzt feuern, schlafen ein bisschen. Bist du ruhig? Schlingel, du.
So, hier hinten ist noch was. So. Ah, jetzt haben wir gar keinen Gegner mehr hier. Scheiße, habe ich übersehen. So, Numata-Siedlung befreit. Technikpunkt verdient. Aber wir haben keinen Schlüssel bekommen. Sehr gut, Kage. Wir haben leider keinen Schlüssel bekommen. Das heißt, wird es wahrscheinlich dann nur in den Lagern sein, wo auch Gefangene sind. Also könnte ich mir vorstellen, zumindest. Hä, was haben das jetzt gerade? Okay, ein Bug oder sowas? Bug! Okay, wir müssten jetzt eigentlich hier hin. Und dann hier hoch. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie das andere Zeug ein bisschen umreiten können. Ich wollte schon erst Quest für Quest machen und nicht alles durcheinander. Wir gehen nochmal hier hoch. Oh. Aha, hier ist auch wieder so ein komisches Banditenlager. Na komm. Ne
Okay, läuft doch. Na, meine Hütte hüß. Na, ich tue ich nix. Jetzt ist gut hergenommen. Eisen. So. Eisen. Sehr schön. So, wir sind jetzt hier. Ich will jetzt gerne hier hoch. 1,2 Kilometer. Gut, dann befreien wir ihn mal hier. Hä? Ja, ja, ich komme schon. Bald seid ihr frei. Danke, mein Herr. Die Mongolen ergriffen mich, als sie Fort Imai einnahmen. Sie brauchten einen Außenposten. Leichter Zugang zur Küste. Gut gelegen, um ihre Truppen in Ozuna und Umogi zu versorgen. Sie durchbrachen die Mauer des Forts. Metzelten jeden darin nieder. Ich werde sie rächen. Bringt euch in Sicherheit. Okay. Wir müssen hier rüber. Befreie Fort Mai. Aha, warum falsch gewesen? Wir müssen hier rüber. Jetzt befreien wir erstmal das Gebiet da hinten. Dunkelwasserlager. Ready?
Schnappt ihn euch von hinten! Die Steinkampfhaltung ist effektiv gegen Schwertkämpfer, okay. Ja, ist gut. Diese blöden... Alter. Hey, 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 hey. Die sind heftig. Okay, dann hätten wir das hier auch. So, diese Richtung. Ich glaube, es ist fast ausweichen besser. Den Strohhüten sind gar nicht schlecht, hä? Ja, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Dann geht das schon.
Scheint gar keine Gegner zu sein. Aber hier gibt es eine Quest. Ja, die nehmen wir doch gleich mit. Erst schauen wir uns hier drin noch ein bisschen um. Mein Herr, Strohhut-Ronin greifen neuerdings Reisende in Kubara an. Mehr von Ryosos Verrätern. Vergießen unschuldiges Blut mit den Mongolen. Meine Verwandten wohnen nahe dem Gasthaus an der Küste Akashimas. Hoffentlich sind sie sicher. Ich gehe zum Gasthaus und erledige diese Verräter. Okay. Das machen wir dann später, wenn es auf dem Weg liegt. Ein Haufen Blumen. Okay, dann schauen wir doch mal unsere Missionsziele an. Mal schauen, wie wir da reinkommen. Keinen Hintereingang geben oder sowas, oder? Ah, hier könnte man hochkommen. Hier könnte es funktionieren. Ah!
Ey, sorry, dass ich wieder rede, Leute, aber... Das ist gerade ein bisschen... heftig hier.
Komme! Er ist es. Gefunden! Sapeki! Sehe gar nichts. Okay, Mongol müsste noch da sein, dann müsste der vielleicht auf dem Turm sein. Okay. Okay, dann schauen wir, wie sie da was sind. Hm.
Okay. Heftiges Lager. Oh, Leder. Boah, heftig. Sehr schön. Eine richtige Festung hier. So. Neue Techniken sind verfügbar. Ach, machen wir das mal. Okay. Ein bisschen was auszugeben. Okay, wir müssen jetzt eigentlich hier, würde ich jetzt gern hoch. Ohne Umwege. Kommen wir jetzt hier raus. Diese Richtung. Ich könnte natürlich schon das andere machen, aber ja, ich will gerne die Rüstung haben. Gut, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.